Die German Racing Champions League startet in die dritte Saison. Wie kommen die besten deutschen Grand Prix-Pferde aus der Winterpause? Galopper des Jahres Jingis Secret ist der Titelverteidiger im Gerling-Preis und konnte auf höchster Ebene gegen internationale Pferde bestehen. Hawkbill vor Jingis Secret hinter Colomanum mit Racing History. Vorne Jingis Secret im Kampf mit Hawkbill. 200 Meter noch. Jingis Secret außen oder innen Hawkbill. Jingis Secret mit Adrie de Vries vor. Hawkbill mit James Doyle jetzt 100 Meter. Jingis Secret. Adrie de Vries zieht davon im großen Preis von Berlin. Sein schärfster Konkurrent ist der Derby-Sieger Windstoß, der seine Form im Preis von Europa bestätigen konnte. Es gibt nur einen Sieger und der heißt Windstoß. Für das Gestüt Röntgen, für Markus Klug und Adrie de Vries. Und wieder gewinnt Windstoß im Handgalopp. Der nicht zu unterschätzende Colomano könnte die Dreierwette aus dem Rennstall von Markus Klug vervollständigen. Doch Lokalmatador Veneto ist schon mit einem überlegenen Sieg in die Saison gestartet. Veneto für das Gestüt Winterau, für Andy Suboric, der feuert aus allen Rohren zu Beginn der Saison und für Alex Peach ein Glanzritt, Veneto gewinnt. Kann er mit den Gruppe 1-Siegern mithalten? Wie startet Windstoß seine Vierjährigen-Kampagne? Kann Jingis Secret den Gerling-Preis erneut gewinnen? Erleben Sie die German Racing Champions League.